Da fährt der Pushback-Truck weg. Wir können jetzt schon mal die Rollanweisung ausschalten. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen ja, wo wir lang rollen sollen. Ist ja nicht allzu weit. Und wir können schon mal mit dem After-Start-Procedure loslegen. So, APU Bleed geht off. Okay, wunderbar. Sehen wir den Marschaller? Da vorne steht er. Er ist direkt hinter der Säule wahrscheinlich. Gut, hat uns jetzt Handsignal gegeben. Dann können wir jetzt auch dann... Hätten wir jetzt auch die Freigabe fürs Rollen. So, machen aber erstmal weiter mit dem After-Start-Procedure. So, die Ground-Spoilers, die armen wir. Die sind armed. Sehen wir auch nochmal hier. Dann, Rudder-Trim ist... sehen wir hier nicht. Sollte aber checked... Ja, ist Zero. Checked Zero. Dann Pitch-Trim. Stellen wir mal ein. Ist ein bisschen sehr falsch eingestellt. Nicht so groß umstellen. Ich glaube, so ist ganz gut. So, dann Flaps für den Takeoff, Flaps 1. Und Ecom Status ist checked. Dann geht der APU Master wieder auf, damit auch die APU. Und wir gucken uns gerade nochmal die Ecom Door Page an. Das können wir, glaube ich, auch hier machen. Ecom Door Page, Doors sind closed, checked. Ah, hier haben wir jetzt, glaube ich, die richtige... Das ist hier die richtige aktuelle Uhrzeit. Das heißt, kurz nach 11 starten wir jetzt hier. Also hier seht ihr nochmal die aktuelle, richtige, echte Uhrzeit. Also zu der wir jetzt gerade hier spielen sozusagen. Also hier zu der Uhrzeit, wo wir hier gerade, genau die ich hier gerade im FSX eingestellt hatte vorhin, beziehungsweise die Uhrzeit, die wir jetzt hier im FSX sozusagen haben. Okay, wunderbar. After Start Checklist. After Start Checklist. APU is off. Anti-Ice is off. Ecom Status is checked. Flaps sind... Flaps 1, Speed Brakes sind, Spoilers sind armed, Pitch Trim is set und Rudder Trim is 0, Hand Signal is received after Start Checklist completed. Und was wir jetzt noch machen, ist noch die Packs hier anschalten. So, und dann lösen wir die Parkbremse und rollen los in Richtung Runway 25 Center. So, und dann können wir direkt mal loslegen mit dem Taxiing Procedure. Sichtfenster machen wir heute auch erst nach dem Start wieder an, weil wir ja schon bei einem, auf einem größeren Flughafen hier starten. Das braucht schon ein paar mehr FPS. Wir sind, haben zwar gerade die ganze Zeit 20 FPS, aber noch im weiteren Sichtfenster wird es dann schon, kann dann schon eher mal ruckeln. So, dann Taxi Light geht on. Das haben wir hier, Nose Light auf Taxi. Dann Brake Check, Pedal Pressed, Checked Zero. Das war vielleicht ein bisschen stark. Dann die Flight Controls. Das kontrollieren wir hier. Ne, doch nicht. Das ist Fuel. Na, wo ist es denn? Ich dachte hier, FCTL, oder? Aber das ist nur Engine. Gucken wir nochmal hier. Fuel Flight Control. Das müsste eigentlich sein. Doch, da haben wir es. So, ah, ihr seht auch nochmal den Pitch Trim. 1,1 ab. Das ist auf jeden Fall gut. Das passt für den Takeoff. So, einmal Flight Control Check. Full Up. Full Down. Neutral, Full Left, Full Right, Neutral, Rudder, Full Left, Full Right, Neutral, Checked. So, Flight Controls sind checked. So, dann Takeoff Data geben wir jetzt mal ein. Jetzt kommen wir zur Performance Page. Also, das machen wir aber vielleicht doch erst ein bisschen später. Jetzt rollen wir erstmal hier um die Kurve, machen wir erstmal die nächsten Schritte. Auto Brakes gehen auf Max. Und... gut, TO Config können wir wahrscheinlich wieder nicht testen. Wir probieren es einfach mal. Das wäre dann. Wie sind die Spoilers nicht mehr gearmt? Jetzt sind sie wieder gearmt. Jetzt möchte ich auch nochmal nach der Rollstrecke gucken. Einfach geradeaus, genau. Genau, TO Config. Da muss man einfach nur die Tastenkombination Steuerung, Shift und T drücken. Mal gucken, ob es heute klappt. Ne, TO Config können wir wieder nicht testen. Na gut, dann eben nicht. Und die Flight Instruments sind checked. So, heute kein Flugzeug hier vor uns an der Startbahn. Aber da wird jetzt eins losrollen, so wie es aussieht, ja. Lufthansa 868. Gucken, ob wir es sehen. Da hinten rollt eins, aber das könnte auch das sein, was vorhin gelandet ist. Wird es aber auch wahrscheinlich eher sein. Weil es würde jetzt nicht den Tower erst kontaktieren, die Bodenkontrolle, wenn es da schon unterwegs ist. So, wir halten hier erstmal an und machen jetzt mal das Taxiing Procedure fertig. Sprich, wir geben jetzt noch die Takeoff-Performance-Daten ein.
So, kurz mit Tastatureingabe aktivieren. Wir starten mit Flaps 1, Flex Temperature 45, geben wir da mal ein. Dann V-Speeds, da haben wir folgende V-Speeds. Na, irgendwo stand es da vorhin. Das Gewicht, wo hatten wir das denn vorhin? Gross Weight stand doch irgendwo, da steht sie dabei, genau. Weil anhand der gucke ich jetzt hier die V-Speeds nach. Das heißt, wir haben als V1 139 sollte da passend sein. Rotate haben wir dann 155 ist zu hoch, haben 153. Und V2 170. Das sollte, glaube ich, ganz gut passen. So, Transition Altitude lassen wir uns einfach mal so und dann sind wir hier soweit fertig mit dem Taxiing Procedure. So, nächste Checklist wäre die Taxi Checklist. Taxiing Checklist. Flight Controls sind checked, Flight Instruments sind checked. V1, Rotate und V2 sind checked. Auto Brake ist auf Max. Sehen wir auch nochmal hier. Science und TO Config können wir leider jetzt nicht hier. Die Science können wir nicht anschalten und TO Config leider nicht testen, aber gut, ist halt jetzt so. Dann. Transponder geht jetzt auf. Schalten wir jetzt an. Das heißt, das TCAS auf TARA und above. Dann. Takeoff Briefing sagen wir ist performed und Cabin ist informiert. Kabine ist informiert, genau. So, TCAS haben. Before Takeoff Procedure. TCAS haben wir angeschaltet. Engine Mode Selector geht wieder auf Normal. Und die External Lights gehen an. So, da haben wir Strobe Light, geht auf Auto, Runway Turn Off On, Landing Light On und Nose Light Takeoff. Dann Before Takeoff Checklist. Before Takeoff Checklist, Engine Mode Selector, Normal, Packs sind On und Takeoff Memo, sagen wir mal jetzt All Green, bis auf die zwei Sachen ist ja All Green. So, sehen wir jetzt andere Flugzeuge, was jetzt auf dem Weg zu Startbahn ist. Ah, die KLM da hinter uns. So. Und wir kontaktieren jetzt mal den Tower. Können wir hier schon die Freigabe von Takeoff anfordern? Nein, wir müssen ein Stück weiter vorrollen. So, dann rollen wir mal vor und dann geht's schon gleich los nach San Francisco ab an die Westküste der USA. So. Sollten wir auch gleich die Freigabe anfordern können. Na, noch ein bisschen mehr Schub. Jetzt aber. So. Da haben wir es. So, halten wir hier vor der Holding-Linie. Okay, wir haben die Freigabe für den Takeoff. Also einmal ab mit uns auf die Startbahn. Wunderbar, strenge Freigabe bestätigen. Können wir kurz außen gucken. Sieht man hier auch die ganzen Lichter, wie sie an sind. Das Strobe sollte gleich anfangen zu blitzen, wenn wir Schub geben. Da ist eine Maschine inbound. Landet gerade ein bisschen größeres Flugzeug, was ist für eine? Die 767-300 sieht aus, als ob die von Air Canada ist. Von vorne sehen wir auch hier nochmal die Landing Lights und das Nose Light ist auf Takeoff. Sieht man auch, dass es noch ein bisschen heller ist. Und dann rollen wir jetzt mal schön auf die Startbahn. So, dann, genau, erhöhen wir den Schub erstmal so leicht, dass wir gucken, dass die Triebwerke stabil laufen, wobei das jetzt eigentlich auch schon ziemlich so uns bestätigt ist, dass sie stabil laufen. Dann erhöhen wir auf Manual Flex heute wieder. Und beschleunigen dann hier auf der 25 Center am 4 Kilometer Startbahnlänge. Das sollte auf jeden Fall locker ausreichen. So, was wir noch machen ist Flight Director on. Und dann fliegen wir noch den Turn so ein bisschen manual, bevor wir dann den Autopiloten ranlassen. So, wir sind mit der Centerline ausgerichtet. Heading ist checked sozusagen. Runway 25 Center identified. Wir sind auf der richtigen Startbahn. Und dann würde ich sagen, erhöhen wir den Schub auf nochmal 70%. Engines sind stabilized. Let's go. Takeoff. Manual flex, SRS and runway. Nein. Jetzt. So. Ich kann den Schubhebel nochmal leicht bewegt. So. Leistung ist set. Thrust ist set. Und wir beschleunigen hier schön. Also Manual flex sollte hoffentlich von der Schubleistung her ausreichen. So. Gleich haben wir die 100 Knots. Und 153 ist rotate. So, da geht's an den ganzen Terminals vorbei. 100 Knots. So, die MD-11 darf jetzt auf die Bahn, die KLM. Na, vielleicht hätte noch ein bisschen mehr Schubleistung nehmen sollen. Aber das passt noch so von der Startbahnlänge.
So, V1. Und rotate. So, langsam die Nase immer weiter in Richtung Luft ziehen. Und da heben wir ab. Wunderbar. Positive Rate und dann Gear ab und mit 15 Grad steigen. Wunderbar. Da verlassen wir den Frankfurter Flughafen mit der Skyline von Frankfurt da hinten und steigen hier schön mit dem schönen Supervogel, dem A380 von Lufthansa. Hier in die Luft ist, glaube ich, sogar der erste A380, der an Lufthansa ausgeliefert wurde. Ihr seht hier die Registrierung Delta Alpha India Mike Alpha. Und da die auf A endet, gehe ich mal von aus, ist es, glaube ich, der erste A380, der an Lufthansa ausgeliefert wurde. Und der trägt den Namen Frankfurt am Main. Ich denke mal, so wurde, glaube ich, auch der erste dann genannt. Weil halt so die, weil er da die Basis von Lufthansa ist, haben sie den auch nach der Basis sozusagen benannt. Also nach der Stadt, wo sich der Heimatflughafen befindet, benannt. So, die KLM hat auch die Freigabe für den Takeoff. Und wir können die Schubhebel auf Climb Thrust zurücknehmen. So. Hat ja gut geklappt mit dem Start. Startbahnlänge hat gut ausgereicht. War zwar vielleicht ein bisschen knapp, aber hat wunderbar gepasst. Und dann hoffen wir mal, dass wir heute einen schönen Flug, schönen Langstreckenflug mit dem A380 haben werden. Bis nach KSFO, bis nach SFO, bis nach San Francisco. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, Autopilot is going on. Und die Flaps gehen ab. So, da die Lufthansa scheint nach Gardermoen, genau, nach Oslo-Gardermoen fliegen zu wollen. 868, genau, die haben wir vorhin auch irgendwie schon mal gehabt, ne? So, wir gehen mal auf eine andere Funkfrequenz, gehen mal auf Wiesbaden, genau, das ist hier Echo Tango Oscar Uniform. Dann sollte das wahrscheinlich, wird das hier wahrscheinlich Wiesbaden sein und das hier Mainz. Damit bin ich mit Mainz ziemlich sicher, aber Wiesbaden weiß ich nicht ganz, aber ich glaube schon, das sollte das dann sein. Genau, da fliegen wir jetzt knapp halt dran vorbei, um da halt nicht zu viel Lärm dort zu verursachen. So, wir machen jetzt einen normalen Climb, genau auf 30.000 Fuß erstmal, aufgrund des Gewichts. Mal gucken, vielleicht können wir später nochmal stärker steigen. Können hier mal nochmal ein bisschen rauszoomen, dass ihr die Flugroute nochmal so ein bisschen seht. Die können wir uns gleich nochmal kurz angucken, mal kurz besprechen. Wir kümmern uns erstmal um die nächsten Sachen. Die Ground Spoilers können jetzt erstmal disarmed werden und wir machen die After Takeoff Checklist. After Takeoff Checklist. Engine Mode Selector ist normal, Ground Spoilers disarmed, Flaps retracted, Landing Gear up, Lights out und Exterior Lights. Da müssen wir das Nose Light aufschalten und das Runway Turn off geht off. Und jetzt können wir nochmal außen gucken, jetzt sollten auch die Strobes blitzen. Genau, wie seht, blitzen die jetzt, weil wahrscheinlich irgendwie erst ab einer gewissen Schubleistung beginnen die halt dann zu blitzen, wenn man sie auf Auto stellt. Die Packs sind on und die Altimeters, die bleiben noch auf 1010 und gehen erst ab 18.000 Fuß auf Standard. So, ja, wir steigen jetzt schön, fliegen diese Rechtskurve noch und dann können wir mal die Simulationsrate erhöhen, weil wir heute doch einen ganz schön langen Flug vor uns haben. Ich weiß gar nicht, wie lange der in echt dauern würde. 14 Stunden oder so, ich meine schon. Also wir kommen irgendwann kurz nach Nachmittag so, also kurz um die Mittagszeit dann in, kurz um die Mittagszeit dann so, oder kurz, oder am frühen Nachmittag irgendwann in San Francisco werden wir heute ankommen, genau. Da ist ja mittlerweile noch sehr, sehr früh am Morgen sozusagen, beziehungsweise ist ja eher noch Nacht. Ihr seht da drüben jetzt erst so langsam hell an der Ostküste von der USA. Ist ja noch, San Francisco liegt noch mitten im Dunkeln. Also da wird es jetzt knapp so kurz nach 1 Uhr oder sowas sein. So. Jetzt können wir die Simulationsrate mal auf, oh, ruhig gleich mal 8-fach. So. Gucken, ob er sich so damit verträgt oder ob das hier zu wackelig wird und dann irgendwie verrückt spielt. So, wir sind durch 10.000 Fuß, das heißt die Landing Lights gehen off. Und wir steigen weiter. So, jetzt sind wir mitten hier in den Wolken. Genau, und fliegen jetzt in Richtung Sonne sozusagen nach oben. Wichtig ist heute wieder dann beim Sinkflug dann ist halt, dass wir heute, dass wir bei dem Flugzeug dann hier ja keinen Top of Descent berechnet bekommen. Also hier ist ja kein Top of Descent drin. Deswegen müssen wir so gucken, dass wir 150 nautische Meilen bzw. 200 nautische Meilen vom Erreichen von San Francisco dann den Descent starten. Wir können nochmal kurz gucken im Flight Plan, ob da jetzt schon Distance steht, hier keine drin wegen den Discontinuities. Halt. Genau, die wollte ich jetzt gerade nochmal rauslöschen, die Discontinuities. Deswegen fliegt er jetzt auch gerade nach Heading.
So, das Community raus und dann machen wir mal ein Direct to Natsu. So, deswegen hat er nämlich auch gerade das abgebrochen und ist mit dem Heading einfach geradeaus weitergeflogen. Die wollte ich nämlich gerade erstmal rauslöschen, die Discontinuities. Simulationsrate ruhig wieder auf vierfach. So, wieder Tastatureingabe aktivieren. Jetzt könnte höchstens noch einen jetzt vor der Star irgendwo, der in der Star sein. So, halt ganz runter scrollen. Ganz lang auf Enter drücken. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Verdammt, jetzt müssen wir. Nein, jetzt müssen wir doch nicht wieder ganz runter scrollen, weil ihr seht hier, mit Distance, das wird nämlich auch nicht angezeigt. Da wird das hier, genau, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Community noch hier drin ist. Die klären wir auch mal draus. Raus so, jetzt haben wir hier Distance und wie ich es ja am Anfang gesagt habe, fliegen wir heute ca. 7000 nautische Meilen und so seht ihr das jetzt auch nochmal hier. Da seht ihr es, dass wir nochmal, dass wir heute eine Flugstrecke von etwas mehr als 70.000 nautischen Meilen haben. So, Barrel Reference ist auf Standard, einfach einen Rechtsklick drauf. Wunderbar. So, da steigen wir schön auf 30.000 Fuß, sollten wir aufgrund des Gewichts im Moment noch gut machen können. Vielleicht hätten wir sogar ein bisschen höher schon steigen können. Machen wir dann, wenn wir ein bisschen leichter geworden sind. Wenn das Flugzeug ein bisschen leichter geworden ist. Aber jetzt ruhig erstmal auf 30.000 Fuß. So, ja gut, den Traffic, das ist natürlich, die Meldungen sind irgendwie ein bisschen, ja, wissen wir hier ein bisschen übertrieben. Irgendwie bei dem TCAS von dem Flugzeug hier, ich glaube nicht, dass es in echt auch so ist. Weil hier ist der, manchmal sind die Flugzeuge ja ziemlich weit noch weg und trotzdem kommt vom TCAS die Meldung Traffic, Traffic. Als ob der direkt vor einem jetzt wäre. So, ja, wie ihr seht, fliegen wir ja jetzt erstmal hier, sieht man das auch noch mit den Himmelsrichtungen, fliegen wir jetzt erstmal ziemlich Richtung Norden. Und, genau, das hat ja, also wir fliegen ja heute wieder die North Atlantic Tracks, weil wir hier über den Atlantik fliegen, genau, über den Nordatlantik. Und, wir fliegen ja komplett an die Westküste der USA. Und aus diesem Grund fliegen wir heute ziemlich weit hoch in den Norden. Also wenn man jetzt irgendwie nach New York fliegen würde, sind wir ja vor kurzem auch mal geflogen, zum Beispiel von Wien aus, ist ja auch ungefähr jetzt hier in der Nähe von Frankfurt, also gut, in der Nähe ist relativ, aber halt schon relativ jetzt von der Flugstrecke her jetzt nicht allzu weit weg. Genau, da ist der Flugstreckenunterschied Frankfurt-New York, Wien-New York nicht viel anders. Da wird man dann auch hier irgendwie über Island so in der Kurve fliegen, weil das halt dann die kürzeste Strecke ist. Wegen der Erdkrümmung ist ja dann so hier diese leicht gebogene Strecke ja die kürzeste. Da wir ja bis an die Westküste heute fliegen, geht es wahrscheinlich heute hier bis über Norwegen bzw. Schweden, je nachdem. Müssen wir mal gucken, hier ganz hoch hinaus, erstmal Richtung Norden und dann hier oben über den Nordpol hier runter bis dann rüber wieder nach in die USA. Also wir fliegen nicht so quer über die USA, dass wir irgendwie hier so einen Bogen fliegen, sondern es geht wirklich richtig hoch hinaus, weil es halt so von der Erdkrümmung her und so weiter so die schnellste Flugroute ist. Anstatt jetzt halt diese leichte Krümmung zu fliegen, ist das hier einfach die längste Flugroute. Ihr könnt ja mal zum Beispiel gucken auf FlightRadar24. Da werdet ihr es auch sehen, zum Beispiel wenn ihr mal halt dann oben bei der Suche DLH 454 eingibt, da könnt ihr euch ja dann von dem Flug, den fliegen wir heute, auch nochmal da diesen Flugverlauf anschauen. Da seht ihr auch, dass die da so richtig hier oben so eine richtig weit im Norden über den Nordpol fliegen, so eine richtig große Kurve fliegen, weil es einfach viel schneller ist, als hier so zu fliegen, als direkt halt einfach aufgrund der Erdkrümmung ist es halt einfach die schnellere Strecke. Dass wir dann über den Nordpol hier fliegen, über Grönland, wobei wahrscheinlich noch nördlicher, und dann über Kanada reinkommen. Und dann an der Westküste entlang nach San Francisco runterfliegen. Genau, so. Dann erhöhe ich meine Simulationsrate auf 16-fach, werde ich wahrscheinlich jetzt auch komplett fliegen. Ich mache auf jeden Fall hier irgendwann jetzt bald einen Cut rein und werde den Großteil des Fluges dann wahrscheinlich ohne Aufnahme fliegen. Kann ich ja dann mal gucken, wie hoch wir da im Norden dann fliegen. Kann ich ja dann vielleicht euch dann auch nochmal, wenn ich dann die Aufnahme wieder fortsetze, dann, wenn wir dann San Francisco anfliegen, dann ja wieder, kann ich euch ja dann vielleicht auch nochmal kurz erzählen. So, hier seht ihr jetzt im Andy überfliegen wir jetzt gerade Hamburg. Beziehungsweise fliegen wir an Hamburg entlang und fliegen jetzt hier über die Ostsee, genau, Ostsee ist es. Fliegen wir jetzt hier raus, jetzt hier an Dänemark entlang, hier haben wir Berlin. Und dann würde ich sagen, können wir vielleicht sogar schon mal ein bisschen wieder weiter steigen. Einfach aufgrund auch des geringeren Treibstoffverbrauchs in der höheren Höhe. So, machen wir einen Climb auf 32.000. Werde ich jetzt während des Fluges immer mal machen. Mal gucken, am Ende werde ich vielleicht dann, werden wir dann vielleicht auf 38.000 Fuß oder so sein. Müssen wir mal gucken.
So, genau, da haben wir jetzt noch 6700 nautische Meilen zu fliegen. 10.03 Uhr UTC ist jetzt hier Ankunft, das heißt, ja, es wird auf jeden Fall natürlich ein Tag sein da in San Francisco. Ich weiß gerade nicht genau die Zeitverschiebung. 8 Stunden könnte vielleicht, 8 Stunden könnte vielleicht sogar ungefähr hinkommen, dass wir dann, es wird irgendwann um die Mittagszeit, 14 Uhr wahrscheinlich, also Ortszeit San Francisco sein, denke ich mal. So, genau, steigen wir schön weiter und fliegen jetzt hier in Richtung Nordpol. Genau, jetzt geht es hier schon über Schweden, also es geht so schon ziemlich hoch. Hier dann wahrscheinlich so hoch da entlang. So. Können wir noch weiter rauszoomen? Jetzt auch schon so die maximale Zoom-Möglichkeit. Und vorne muss dann wahrscheinlich irgendwann nochmal so leicht links gehen. Wobei man denkt irgendwie so, ah ja, man fliegt doch überhaupt nicht in Richtung zum Ziel. Wobei das eigentlich so die, der schnellste Weg eigentlich so ist, hier so in Richtung Norden zu fliegen. Wobei das vielleicht ja sogar schon ein bisschen weit rechts ist. Aber na gut, wir werden dann hoffentlich noch irgendwie hier so dann hochfliegen. Weil man denkt eigentlich so, ja, das ist eigentlich so, das längste, das schnellste wäre doch eigentlich, wenn man so fliegen würde irgendwie. Dabei ist es eigentlich, wenn man hier so oben drüber fliegt. Naja gut, ich würde sagen, ich unterbreche jetzt hier mal an der Stelle, kann euch ja dann später erzählen, am nächsten Teil dann von dem Flug, wie genau, wie hoch wir da im Norden lang geflogen sind. Ich hoffe, ich vergesse es nicht dann anzusprechen. Und dann melde ich mich dann wieder später zurück, wenn wir uns dann San Francisco nähern. Irgendwie vielleicht 500 nautische Meilen oder so vom Ziel. Genau, ich habe nämlich auch noch ein Thema, was ich ansprechen will. Also dann bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Flug hat euch bis jetzt hier schon gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Teil. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.